Besser hätte es nicht beginnen können bei herrlichem Wetter. Am Himmelfahrtstag starteten die Spielerinnen des Tennisclubs Blau-Weiß Berlin in die neue Saison. Zu Gast die Damen vom RTHC Bayer Leverkusen. I was very excited. It's my first match for this club. And yeah, of course, I really wanted to bring one point for the team. Mit viel Zuversicht verteilten sich die Berlinerinnen auf den Tennisplätzen für die Einzelspiele. Der TC Blau-Weiß zeigte es den Damen aus Leverkusen aber mal so richtig. Marina Melnikova hatte es mit Katharina Rath zu tun und konnte nach zwei Sätzen das Spiel für sich beenden und somit den ersten Matchpunkt für die Blau-Weißen holen. Auch Vivien Heisen errang den Sieg gegen Alina Ruschitti nach zwei Sätzen. Anders sah es bei Diana Marcin-Kvitsia aus. Romy Kölzer gab alles, um den ersten Matchpunkt für Leverkusen zu holen. Jedoch konnte dies die Spielerin aus Berlin verhindern und gewann den dritten Satz im Match-Tiebreak mit 10:5 für ihr Team. Freudig ging es bei Anna Klaasen gegen Janaka Wickering aus Leverkusen weiter. Mit wieder nur zwei Sätzen erspielte sich die Akteurin von Blau-Weiß den Matchpunkt für ihr Team. Zu einem weiteren Matchpunkt kam es für Catherine Chantrain gegen Alina Wessel vom RTHC Bayer Leverkusen mit wieder nur zwei Sätzen. Doch ausgerechnet beim letzten Einzelspiel musste TC Blau-Weiß Spielerin Sina Göllner-Schreiber eine Niederlage gegen Stefanie Weinstein einstecken. Dennoch kein Grund für schlechte Laune, denn im Ganzen haben die Damen vom TC Blau-Weiß 5 Matchpunkte geholt. Gerade wenn man aus Verletzungen kommt, ist es immer schwer wieder reinzukommen. Die anderen trainieren natürlich weiter. Jeder hat immer ein gutes Niveau, kann Tennis spielen und da entscheiden manchmal Kleinigkeiten. Da bin ich schon stolz, dass ich heute den Sieg so glatt doch auch nach Hause holen konnte. Weiter ging es dann beim Doppel und auch hier gab es eindeutige Siege für den Tennisclub Blau-Weiß. Alle drei Doppelspiele gewannen die Spielerinnen aus Berlin für sich und das auch nur jeweils in zwei Sätzen. Dass sie jetzt nicht unbedingt zu den stärksten Teams der Liga gehören, weil die sind halt hochgegangen, weil ein Team zurückgezogen hat. Also haben wir uns natürlich schon Chancen auf den Sieg ausgerechnet. Die Damen des TC Blau-Weiß dürfen sich freuen, denn sie sind momentan auf Platz 1 der Gruppe Nord der zweiten Tennis-Bundesliga. Das nächste Aufeinandertreffen am Sonntag, den 13. Mai im Grunewald. Wir sind auch hier wieder mit dabei.